österreichischen Fußball international. Und auch in der Tabelle Österreich Punkte gleich mit Färöer. Das sagt alles. Vorne Dänemark 11 Punkte, vor Jugoslawien 10 Punkten. Dänemark oder Jugoslawien, einer der beiden spielt bei der Endrunde. Und wir, meine Damen und Herren, machen jetzt noch erste Interviews. Ich gebe zu Hans Huber. Rote Erklärung der österreichischen Nationalmannschaft mit diesem 0:3 gegen Dänemark im Wiener Stadion. Ist das auch für Sie die Bankrotterklärung als Teamchef? Na, ich werde mich sicher mit Präsident Mauert über meine weitere Zukunft unterhalten müssen. Aber zum Spiel wäre zu sagen, gegen eine gute Mannschaft kann man ein 0:3, das wir leichtfertig den Dänen geschenkt haben, niemals zurückerobern. Es war aber eine jämmerliche Darbietung der österreichischen Mannschaft, praktisch vom Beginn an, ab der 10. Minute mit 0:1 im Rückstand, nie zum Spiel gefunden, geradezu teilweise lächerlich gemacht. Na, wir sind mit 0:2 nach ca. 15 Minuten in Rückstand gelegen, und wenn man die erfahrene Mannschaft, wir wussten, dass sie denen erfahren sind, wenn man die bekämpfen soll, dann ist das extrem schwer, und das haben wir einfach nicht geschafft. Wir waren dazu zu unroutiniert, und international sind wir leider nicht so weit, dass wir ein 0:2 oder dann noch ein 0:3 in irgendeiner Form aufholen können. War das für Sie ein Spiegelbild des österreichischen Fußballs oder ist die österreichische Nationalmannschaft besonders schwach? Ja, ein Spiegelbild. Wir wissen, dass wir international nicht gut sind. Das sieht man an den Ergebnissen der Vereinsmannschaften. Solche Spiele passieren leider in letzter Zeit den österreichischen Mannschaften öfters und auch der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, man muss einfach weiter tun, weiter kämpfen, ob das jetzt ich bin oder ein anderer Teamchef oder auch die Bundesliga-Trainer. Der Fußball geht sicher nicht deshalb zugrunde. Dass Sie sind oder ein anderer Teamchef, Sie haben gesagt, es kommt zu einem Gespräch mit Präsident Mauert. Werden Sie in diesem Gespräch Ihren Rücktritt anbieten? Ich werde mich zuerst mit Präsident Mauert unterhalten, weil ich bereits vor dem Spiel mit ihm einen Termin ausgemacht habe, und dann werden wir weitersehen. Glauben Sie, dass Sie persönlich an diesem 0:3 auch ein gerütteltes Maß an Schuld haben? Wenn man verantwortlich ist für die Mannschaft, hat man sicher Mitschuld, aber ich möchte das nicht in Prozenten sagen. Danke vielmals. Da ist der Andreas Ogris, der Teamkapitän. Eine geradezu jämmerliche Darbietung der österreichischen Nationalmannschaft. Welche Erklärung gibt es dafür? Ich gebe eine ganz einfache Erklärung. Wir haben uns ganz einfach zu weit hineindrücken lassen, haben dann unglücklichermaßen in Rückstand geraten und haben eigentlich nie in 90 Minuten die Courage gehabt oder das Herz gehabt, zu versuchen, dieses Ergebnis noch umzudrehen. Und schlussendlich haben wir dann verdient mit 3:0 verloren, und das hätte sogar noch höher ausfallen können. Ist das für Sie sozusagen das Spiegelbild der Meisterschaft? In der Meisterschaft gibt es doch recht ansprechende Leistungen. Ja, aber wie gesagt, in der Meisterschaft sind ansprechende Leistungen gesehen worden. Aber hier sieht man, wie es im internationalen Fußball zugeht, und da sind wir weit hinten. Ist dieses Resultat zu vergleichen mit dem 0:6 in Schweden? Nein, mit diesem Resultat ist es sicherlich nicht zu vergleichen, aber zu Hause 0:3 verlieren tut immer wieder weh, und wir müssen halt sehr, sehr, sehr viel arbeiten, um endlich wieder annähernd irgendwo hinzukommen, dass wir irgendwann Gegner schlagen können. Ich glaube, es hat kaum einmal auch solche Reaktionen von den Rängen gegeben, das Publikum voll auf der Seite der Täter.